Ja, ne? Man nimmt, was man kriegen kann, ne? Können sie nur noch flüchten. Und das schaffen sie nicht. Nicht mit dem Pott. Die Spanier, die dürften ja wirklich not amused sein. Ne? Bei dem, was wir denen alles geklaut haben. In letzter Zeit. Oh, da ist ein Invasionsstreitmacht der Franzosen unterwegs. Okay. So, so. Die wollen sich Dings zurückholen, ne? Leo Gain, wenn ich das richtig sehe. Sollte ich vielleicht unterbinden? Beziehungsweise ich erobere Frankreich das zurück. Ich erobere Holland das zurück. Nein! Oh! Um Arschhaaresbreite, ey. Alter. Boah. Halleluja. Das war echt sowas von knapp. Ich hatte nur gesehen, dass das Kaperschiff hinter mir hervorkam. Ich wollte gerade sagen, keinen Kaperkampf riskieren. Gut, die Jungs feiern. Schon mal gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie wirklich Leo Gain zurückerobern. Denn falls ja, muss ich das gleich wieder erobern. Für die Holländer. Hätte ich aber ehrlich gesagt noch nicht mal was gegen. Weil es sah echt so aus. Es sah so zielstrebig aus. Und Leo Gain ist, glaube ich, auch die einzige Stadt hier, die holländisch ist. Kommt auch noch dazu. Nee. Nee. Grönland. Mhm. Die Siedlung scheint aber von Anfang an holländisch gewesen zu sein. Das finde ich sowieso interessant. Hier steht die französische Angriff auf Leo Gain abgewehrt. Ey, geil. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht und Frau Specht. Bürgermeister. Ich wurde zum neuen Gouverneur von Leo Gain ernannt. Ich habe Großes vor, was das wirtschaftliche Wachstum angeht. Lars Beneke, ich gehe davon aus, dass ihr auf meinem Schiff Acht geben werdet, während ich mich auf meine neue Aufgabe vorbereite, widme. Ja, ja, ich bin ein holländischer Gouverneur, der keine Ahnung hat von dem, was er sagt. Aber egal, ich bin einfach da. Ja, ja. Und eine Piratenbrick. Umso besser, dass... Fördert das Ansehen bei allen. Und es hat die Standardausrüstung. Kettengeschosse und Hagelgeschosse. Und wir müssen echt kämpfen. Es ist nicht zu fassen. Oh, der alte Mann muss nochmal ausrücken hier. Mann, Mann, was hast du denn da? Entermesser. Ich muss ja... Eins muss ich ja sagen bei den Piraten. Auch wenn die Kapitäne alle so ein bisschen angeglichen sind. Aber die Schwerter sind einfach genial. Das muss ich ja mal sagen. Die sehen richtig schön ranzig, schön arschig aus. So richtig schön mit plus, mit Schaden plus 10. Giftschaden plus 10, meine ich. Gut, der Gouverneur nimmt jetzt auch einen schönen Umweg. Das kann er gerne tun, wenn er Bock drauf hat. Ich hätte da keinen Bock drauf. Okay. Ich kann damit leben. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Wie sieht's aus? Alter, 400 Einwohner, was ist das denn? Es geht doch. Marquis, bitte. Mehr wollte ich doch gar nicht. 400 Morgenlatte. Jawoll. Und eine schöne Tochter, die wir jetzt eben brauchen. Aber keine Motivation. Bitte, es geht doch. Und jetzt bitte so die Beförderung zum Herzog. Das wär's. Ein Schiff gekapert. Zack, Herzog. Fertig. Könnte sogar sein, weil ich werde jetzt gleich nochmal die Mission besuchen. Wenn die nämlich sagen, Mensch, wir haben Immigranten. Wo willst du die hinbringen? Geil. Auch nochmal nach Leo Gain, weil Leo Gain 400 Einwohner. Alter, ernsthaft. Das wäre ein Total War, das wäre fatal. Das wäre gerade mal eine Ortschaft. Also in Total War 1, in Rome Total War 1. Ich weiß nicht, wie es in Teil 2 geregelt ist, aber in Teil 1 wäre das fatal. Neues Kriegsschiff, Flakgaleone, ja, ist klar. Oh, wenn ich schon mal hier bin. Für die Spanier, die ich als letztes mache.
Für die Menschen! Irgendwas habe ich gerade geborgen. So, dann segeln wir mal nach Santa Pacientia. Der neue Gouverneur ist Leo Gain angekommen. Die Wirtschaft floriert. Ein Schiff mit Flüchtlingen aus Europa ist in unserer Mission eingetroffen. Diese emsigen Immigranten suchen eine Heimat in der neuen Welt. Könnt ihr ihnen weiterhelfen? Ich werde sie nach Leo Gain eskortieren. Gute Reise, lieber Kapitän Lars Beneke. Und möge Gott mit dir sein, du Arschloch. Entschuldigung, aber das muss ich noch dazu bringen. Nein, ich lasse es. Oh, wo willst du denn hin? Du willst dich etwa nach Leo Gain, oder? Willst du nach Leo Gain? Och nö. Ja. Meine Männer sind sehr schlau, wie man gerade sieht. Die fahren nämlich schön durch das Riff durch. Komm schon, krieg kaputte Segel. Ist das ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet ein spanisches Schiff ist. Ich hätte es begrüßt, wenn es jeder anderen Fraktion oder von mir aus auch den Piraten angehört. Aber warum die? Warum die? Das Schiff mit den holländischen Truppen hat ein Leo Gain angelegt, bitte. Jetzt kommen noch Immigranten, Gouverneur. Also, mehr kann doch nicht kommen. Also, wenn da jetzt nicht der Herzog drin ist, dann weiß ich auch nicht. Wurde durch die Bürgerwehr abgewehrt, bitte. Was wollen wir noch? Und außerdem, warum segeln die eigentlich hier drumherum? Ich verstehe es nicht. Ich segel immer hier durch. Vor allem, weil das auch größer ist. Nein, die quetschen sich da durch diese kleine Einfahrt da hinten. Ich verstehe es nicht. So, ein paar Schiffe können wir verkaufen. Das ist gut. Können wir noch ein Schiff verkaufen? Ja, genau. Ich verkaufe die Nameless Empress. Nix da. Die verkaufe ich bestimmt nicht. Ist nicht wahr. Die Sau will mich einfach nicht zum Herzog machen. Oh, warte mal. Moment. War das gerade Invasionsstreit macht? Tatsächlich. Nix da. Das ist eine Freihandelszone. Ach ja. Jetzt hat man gerade den Vorteil einer großen Fregatte mit Kupferpanzerung gesehen. Gegenüber einer Fregatte oben. Es war so klar. Stirb, Schweinehund. Und so nahmen die Männer ihn nicht mehr ernst. Ja, mach nur so weiter. Deine Männer werden immer weniger. Und tschüss. Sehr schön. Haben wir die auch gleich abgefangen? Schicken die einfach eine weitere Invasionsstreit machen. Was sag ich denn dazu? Einfach so. Aus purer Boshaftigkeit. Jetzt brauche ich nur noch warten, bis die Immigranten in Leo Gain anlegen. Dann haben sie wirklich alles. Sie haben Truppen, die haben Immigranten, die haben einen neuen Gouverneur gekriegt und ich habe eine Invasion für sie abgewehrt. Also was wollen sie noch? Sehr schön. 4 Einwohner haben sie. Bitte, 2000 Einwohner. Hallo. 2400, das kann man doch schon eher als Stadt bezeichnen. Und dasselbe machen wir dann noch für die Spanier und dann dürfen wir so ziemlich durch sein. So ziemlich in Anführungsstrichen. War klar. Ja, dass mein Schiff repariert werden muss, das habe ich mir schon gedacht irgendwie. So, Gouverneur, wie sieht's aus?
Bitte, die Holländer auch fertig. Wunderbar. 50 morgen vergessen. Mensch, bloß nicht so viel. Ich könnte auch glatt damit angeben, dass ich so viel Land habe. Das heißt, liebe Leute, wir brauchen jetzt nur noch die Spanier. Wir sind danach durch. Die Spanier sind das letzte Land, das verblieben ist und das auf Admiral. Alles andere ist fertig. Und ich werde jetzt tatsächlich nochmal nach Santa Pacienta, was übrigens ein sehr schöner Name ist für so eine Mission. Klingt für mich eher nach einem Krankenhaus als nach einer Mission, aber okay. Santa Pacientia. Also, naja, gut. Gut, und vor allen Dingen, wir haben auch gesehen, die Spanier scheinen mit allen gerade Krieg zu haben. Das heißt, wir profitieren davon umso mehr, indem wir die Franzosen unter anderem angreifen. Das ist doch schon mal gut. Ja, soll das Militär, soll ruhig in Tortuga anlegen. Was ja, glaubt, war das nicht die Startstadt von Cepi bei Port Royal 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Schiff mit Flüchtlingen aus Europa ist in unserer Mission eingetroffen. Diese emsigen Emigranten suchen eine Heimat in der neuen Welt. Könnt ihr ihnen weiterhelfen? Ich werde sie nach Santiago bringen. Gute Reise, lieber Kapitän Lars Beneken. Ob ich lieb bin, bezweifle ich zwar, aber es ist okay. Ist okay. Kann ich mitleben? Alter, guckt euch das an. Alter, jeglicher Rennfahrer wird neidisch beim Anblick dieses Schiffes. Ach ja. Ich habe ja nichts gegen Piraten, aber ich bin selber einer. Jo, sehr schön. So kriegt man sie am ehesten. So, es gibt nochmal bei allen ein bisschen Ansehen. Und vor allen Dingen das Interessante ist, wir haben jetzt das spanische Schiff, das hatte ich in der letzten Session, glaube ich, gesagt. Das spanische Schiff, das wir jetzt hier haben, ist ein ganz normales Handelsschiff. Das benutzen die Spanier normalerweise gar nicht. Das benutzen sie nicht mal. Das benutzen sie einfach überhaupt nicht. Sie haben ihre dicken Galeonen. Und hier verwenden sie einfach ein normales Handelsschiff. Das verstehe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch der Freibeuter. Je nachdem, was es ist. Ich bin mal gespannt, was es ist. Es kann auch sein, dass er schon längst die Flucht ergriffen hat oder anderweitig versenkt wurde. Ich weiß es nicht. Es kommt einfach gar nichts. Auch okay. Kann ich auch mitleben. Wenn einfach mal gar nichts kommt. Ist in Ordnung für mich. Wie sieht es eigentlich aus? Ist es in der Nähe? Nein. Gut. Die Frage hat sich gerade geklärt. Vor allem, wir kehren nach Santiago zurück. Hä? Warum wir kehren nach Santiago zurück? Warum? Stimmt ja noch nicht mal. Die kehren ja nicht zurück. Die kommen ja gerade erst an. Genau, die kriegen Truppen und schicken gleichzeitig eine Streitmacht los. Passt das denn zusammen? Na, ist egal. Ich stelle die Spiellogik einfach nicht mehr in Frage. Ich freue mich, dass unser Geldsäckel so gut gefüllt ist. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt so kurz davor sind, das Spiel doch noch auf 100%... Ich wollte gerade sagen. Das Spiel auf 100% fertig zu kriegen. Ernsthaft jetzt? Ja. Der ist immer noch not amused. Ach, guck mal an. Guck mal, was da kommt. Wie süß. Hilfe, die Engländer sind hinter mir her. Ah. Scheiße. Und die kriegen mich auch noch. Ja, der alte Mann zeigt dir noch was hier. Mein Freund. So, kannst mal sehen. Dahin. 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 Spanische Immigranten, sehr schön. Die haben das Ziel erreicht. Und wir fangen jetzt die englischen Immigranten einfach ab.
So ein Arsch bin ich. Und das alles nur für Spanien. Und so wie ich meine Männer kenne, fahren sie gleich erstmal alle nächst lang da rein in den Riff. Ins Riff. Alter. Gut, dass es Eisensparen hat, sonst wäre es wahrscheinlich jetzt versenkt worden. Was tut man nicht alles für einen Rang? Wahnsinn. Ein paar Männer haben wir auch nochmal verloren. Das ist ja nicht unbedingt so wahnsinnig verkehrt jetzt zum Ende des Let's Plays hin. Und da kommen nochmal Truppen rein. Perfekt. Was kommt da noch rein? Neues Kriegsschiff kommt auch noch rein. Ja, immer her damit. Habt ihr auch noch einen neuen Gouverneur dabei? Zufällig? Nö. Schade. Erstmal zum Gouverneur. 10.600, Alter. Ist nicht wahr. Ich kriege einfach keine Beförderung zum Baron. Was soll der Scheiß? Der will mich einfach nicht befördern, die Sau. So. Das heißt, wir müssen noch weiter Feinde jagen, würde ich mal sagen. Neues Kriegsschiff, terrible. Ja, es ist wirklich terrible, ja. Mhm. So hieß auch mal, glaube ich, ein Schiff, eins der Schiffe von Raimondo. Wenn ich mich richtig entsinne. Alter, französisches... Wieso Freibeuter eigentlich? Danke. Ein Treffer, er haut mir direkt ein Geschütz weg. Instant. Ist nicht wahr, ey. Da die Spanier ja mit einem Krieg haben, ist es ja egal, was ich als erstes angreife. So, ihr wollt nach Tortuga zurück? Nix da. Ihr bleibt schön hier, Freunde. Könnte sogar sein, dass ich das Schiff versenke. Oder auch nicht. Gut, dann kapern wir es halt. Eins würde mich ja mal interessieren, das gucke ich gleich mal, wie viele Schiffe wir inzwischen gekapert haben. Da schauen wir doch mal kurz. 100 vor! Also überlegt mal. Wir haben bis zum Kill von Blackbeard hat er noch 149 Schiffe. Und wir haben jetzt in der langen Zeit haben wir so viele Schiffe zusammen wie der innerhalb kürzester Zeit. Wie macht der das? Wie macht der das bitte? Das würde mich echt mal interessieren, wie die KI das hinkriegt. Natürlich durch Beschiss, ist ja ganz klar. Ne? Aber mal ehrlich, guck mal, wir sind jetzt, wann sind wir angefangen? 1660. Wir sind jetzt 19 Jahre auf See. 19 Jahre sind wir jetzt Pirat. Beziehungsweise Freibeuter. So, und dann kommt sowas dabei raus. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ein englischer neuer Gouverneur, der kommt nicht an. Dahinter war noch ein anderes Schiff. Das sah auch interessant aus. Gibt's gleich erstmal eine Privatbesprechung. Falls eine Frau an Bord ist. Ich weiß, was? 14 Mann? Ich wollte gerade sagen, er müsste eigentlich aufgeben. Was ist denn das? Transportiert Truppen. Oh. Die Spanier greifen gleich an, ne? Gierigen Spanier. Könnt ihr nicht mal warten, bis ich da bin? Nein, können sie nicht. Danke, Arschloch. Mann, das hätte meine Beförderung sein können, du Pisser. Sau. Na egal, wir haben drei Schiffe von drei verschiedenen... Ja, allen drei Nationen gekapert. Englisch, Holländisch, Französisch. Stimmt. Geil. Brig, Brigantine und ich glaube noch eine Brig. Also zwei Brigs und eine Brigantine. Jetzt verkaufen wir wieder alles. Kommt nochmal ein bisschen zu ein bisschen mehr Geld. Ach ja. So. Kaufen wir die Schiffe nochmal, haben wir nochmal ein bisschen mehr Geld und besprechen mit dem Gouverneur. Der uns immer noch nicht befördert. Das ist doch nicht wahr. Warum befördert uns die Drecksau nicht endlich? Hat er keinen Bock, uns zu befördern oder was ist mit dem kaputt? Pass auf, ich hole jetzt den Gouverneur an. Dann passt das so, klappt das sofort. Pass auf. Nur weil ich den Gouverneur reingeholt habe.
Halte ich für ein bisschen gefährlich, das den Militär sollte mit einer Ozeanbark zu bringen. Das halte ich wirklich für ein bisschen gefährlich. Wenn ihr mal einen Zählcounter haben möchtet, dann macht mal bitte einen, wie viele Schatzschiffe ich erwischt habe. Also nicht wie viele entwischt sind, sondern wie viele ich erwischt habe. Das würde mich mal wissen, wie viele Schatzschiffe ich erwischt habe. Von mir aus könnt ihr auch gerne Militärsoldschiffe nehmen und so weiter. Also das könnt ihr gerne machen. Das würde mich echt mal interessieren, wie viele besondere Schiffe ihr erwischt habt. Im Laufe der Zeit. Sehr schön. Ist eigentlich jetzt schon mehr, als ich wollte, aber es ist okay. Die singen aber nicht. Warum singt ihr Pisser nicht? Singt! Also nicht mit K, sondern mit G. Die sollen singen, gefälligst, von Motivation. Joa, zwei englische Schiffe, ne? Komm, die nehmen wir auch nochmal eben mit. Kaperschiff nehmen wir. Ehrlich gesagt bin ich sogar gerade im Überlegen, ob wir nicht mal eins versenken sollten. Ich glaube, ich versenke sogar die Fregatte. Komm, ich versenke mal die Fregatte. Einfach mal so. Wenn sie denn mal singt. Oder ist sie unsinkbar? Kann ja nicht sein. Ja, wenn unsere Jungs nicht treffen, dann ist sie wirklich unsinkbar. Das stimmt. So, mittlerweile sind die Segel ein einziger Fetzen. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Also die Wendigkeit ist gut hinüber. Sauf ab, du Scheißport! Sagt, du sollst absaufen. Säuft immer noch nicht ab. Absaufen! Geht doch. Retten noch mal ein paar Männer. Und ein Fass haben wir gerettet. Und das klauen wir uns. Ich bin ein Arsch, ich weiß. Aber ich bin's gerne. Vor allem im Spiel. Vor allem sollte der Arsch auch mal treffen. So. Sehr schön. Wunderbar. Moral steigt trotzdem nicht. Lieber. Ja, Espanol. Olé. Ich wurde zum neuen Gouverneur von Santiago ernannt. Sombre. Ich habe Großes vor, was das wirtschaftliche Wachstum angeht. Lars Benecke, ich gehe davon aus, dass ihr auf meinem Schiff Acht geben werdet, während ich mich meiner neuen Aufgabe widmen werde, Chombre. Ja, das sollte ein spanischer Gouverneur sein. Ist ein bisschen schief gegangen, aber ist okay. War schon. Vor allen Dingen in einer Schaluppe. In ein kleines Schalüppchen fährt der Gouverneur nach Santiago. Er ist quasi fast gar nicht da. Vor allem bin ich mal gespannt, von wo jetzt der Gegner genau kommt. Vor allem, was der Gegner mitbringt. Ist es ein Freibeuter? Ist es ein normales Kaperschiff? Wir werden sehen. Ich frage mich echt, was die Spanier wollen, damit wir die nächste Beförderung kriegen. Hallöchen, Popöchen, Freundchen. Na, was geht? Willst einer auf die Fresse, Christo? Sogar gratis. Brauch mich nicht bezahlen lassen, ich bin reich genug. Aber ich nehm's trotzdem gerne. Und die Jungs machen Party, sehr schön. So soll's sein. Immer schön Party machen, Jungs. Das für mich so ein bisschen das Ai-Ai, Captain von Gibbs.
Oh, meins. Nein, du solltest doch das Kanonenboot anvisieren, du Sack. Damit es eben nicht an uns rankommt. Es rammt uns gleich! Es rammt uns. Toll. Verkackt, du Arsch! Verliere ich 10 Mann. Super. Verliere ich nochmal einen Mann. Mach weiter so, Captain. Dann kackst du gleich ab. Und tschüss. Also ich überspringe die Sequenzen einfach aus dem... Alter. Aus dem Grund, weil ihr kennt sie sowieso alle schon. Deswegen überspringe ich sie jetzt auch. Das ist aber mutig von dir, Engländer. Kettengeschosse gegen mich zu benutzen. Oh, das hat sich gelohnt. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen von der Höhe der Beute ab. Wie es mit der Motivation steht. Und die Motivation geht hoch. Sehr geil. Ist das eine große? Tatsache. Ist das geil. Die Motivation ist ein bisschen gestiegen. Und wir haben saumäßig viel gekapert. Und vor allen Dingen, wir haben einen neuen Gouverneur angesiedelt. Also wenn ich jetzt keine Beförderung von Spanien kriege, dann weiß ich... Was? Ist unter ominösen Umständen verschwunden. Da kann ich nichts für. Ich habe nichts damit zu tun. Wirklich nichts. Ihr seid Zeugen. Ich habe nichts gemacht. Also auch nicht verteidigt. Das weiß aber gar nicht. Alter, Gewürze! Alter, die Gewürze. Habt ihr das gerade gesehen? Ach du Scheiße. Alter Verwalter. Das sind beides Bricks. Okay, da ist es so ziemlich egal eigentlich. Alter. Na endlich. $200 Mensch, das ist aber sehr großzügig. Was? Moment. Der besitzt die Frechheit, uns anzugreifen. Also nicht uns, sondern die Stadt. Der besitzt die Dreistigkeit und greift an. Das ist das Kanonenfeuer, das ich meinte. Das vermisse ich bei meinen so ein bisschen. Ah, fuck. Natürlich rammt er uns. Sau. Ich lasse es jetzt einfach einmal laufen. Ach ja. Oh oh. Alter! Mach doch mal was anderes! Nein, jetzt habe ich rausgetappt. Hat er pausiert? Wahrscheinlich nicht. Er hat auch nicht pausiert. Freunde, ich lade das gleich. Das war unfair. Das war echt unfair. Er hat genau dann rausgetappt. Das war echt unfair. Das machen wir gleich nochmal. Das ist der Nachteil, wenn man zwei Bildschirme hat. Nee, das machen wir nochmal. Das. Schlacht. Da. Das war echt unfair. Der tappte einfach raus. Ich konnte nichts machen. Und währenddessen hat er einfach weitergemacht, die Sau. Ich konnte nur noch mit ansehen, wie er mir da eine verpasst hat. Das war echt mies. Gönnst mir den Erfolg nicht, Engländer, wa? Sau. Das war echt nicht nett. Alter! Danke. Der will trotzdem kämpfen. Mach einen Abflug.